Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus hier auf dem Kanal. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und zunächst einmal, wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich persönlich mich sehr, sehr darüber freuen, wäre eine großartige Unterstützung. Und damit, ja, würde ich sagen, kommen wir auch mal dazu, was in dieser Episode so passieren wird. Wir haben spannende Spiele auf jeden Fall vor uns. Momentan geht es natürlich mal wieder um die Verpflichtung eines neuen Keepers, beziehungsweise haben wir natürlich Scout-Berichte für Torhüter und die gucken wir uns logischerweise an. Denn wir müssen ja zumindest den Markt sondieren, um zu wissen, was denn theoretisch für Nadi bzw. Samuel Radlinger irgendwann kommen könnte. Ob das wirklich der Fall sein wird, ist die große Frage, aber das steht ja noch in den Sternen. Des Weiteren, ja, ist so ein bisschen die Frage, wie geht es allgemein weiter mit unserer Mannschaft? Wir haben hier gerade mal Training, allerdings sehen wir ein wenig vielversprechende Spieler. Alain Saint-Maximin, einer von wenigen. Ich bin der Hoffnung, dass sich das zumindest im Sommer oder im Winter jetzt sogar schon ändern wird, dass wir eventuell ein paar Talente holen, auch wenn ich ja normalerweise diesen Karrieremodus sehr realistisch halten möchte und dementsprechend vielleicht auch einfach ein paar ältere Spieler hole, die aber eventuell noch irgendein Potenzial haben. Haben aktuelles aus England und aus Italien, wie Manone ist einer der Keeper, die mir vorgeschlagen werden, genauso wie Jack Butlin, der natürlich ein absoluter Traum wäre, aber deutlich zu teuer. Auf der anderen Seite Matthias Perrin, neuer Keeper, aber der ist auch nicht so interessant, weil er einfach viel zu teuer und viel zu gut ist, um jemals zu Hannover zu gehen. So, wir haben übrigens diese Episode auch wieder 3 Spiele, auch das ist, denke ich mal, ein Daumen nach oben wert. Also, wenn es euch gefällt, wie gesagt, der Daumen ist die beste Unterstützung, die ihr mir überhaupt geben könnt. Wir wechseln so ein bisschen durch diese Episode, gucken mal so, wer spielen kann. Unter anderem geht Albonos raus, sogar ganz auf die Bank, auf die Reserve nur. Mike Steven Behre sitzt nochmal auf der Bank. Ich glaube, diese Episode ist die letzte, bei der ich die Jugendspieler so berücksichtige. Und ansonsten haben wir, glaube ich, gar nicht groß Änderungen. Genau, so geht's los. Gegen Gladbach in Realität knapp 1-2 verloren. Und jetzt viel Spaß. Der Borussia-Park gut gefüllt vor der Partie von Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96. Trainer MGT musste auch einige Stammspieler verzichten, beispielsweise das Mikko Albornoz nicht mal auf der Bank. Er war leicht angeschlagen, gar nicht erst mit nach Gladbach gefahren, aber dafür aber natürlich ja hochkarätigen Ersatz. Edgar Pripp heute auf der Linksverteidigerposition. Wir gucken auf die Tabelle momentan. Borussia Mönchengladbach Tabellenvierter, 6 Punkte dahinter auf Tabellenplatz 7 steht Hannover 96. Die sind momentan so, dass sie weder nach vorne noch nach hinten irgendwas machen können. Trotzdem wollte man natürlich heute gewinnen. Auf der anderen Seite natürlich aber auch der Siegeswillen vorhanden, gerade bei André Hahn oder auch ja, Granit Xhaka. Und wir gucken uns die Elf der Gladbacher einfach mal an. Der Spieler im Fokus ist Raphael momentan mit 7 Saisontoren, der dritte in der Torschützenliste nach Pablo Piatti von Schalke 04 und Stefan Kiesling mit 11 Toren momentan der Liga-Primus von Bayer Leverkusen. Wir sehen den Brasilianer hier und er stand in der Startelf, sollte die Tore vorne schießen. Und jetzt werfen wir wirklich mal einen Blick auf die Aufstellung der beiden Mannschaften. Bei Gladbach natürlich im Tor Jan Sommer, davor Julian Korb, Toni Janschke, Martin Stranzl und Oskar Wendt, das heißt Bestbesetzung in der Verteidigung der Gladbacher. Davor auf der 6 Doppel-6 Lars Stindl, Granit Xhaka, davor André Hahn, Fabian Johnson, Raphael und Josip Drimmitsch etwas zurückgezogen. Ja, für Stindl natürlich ein besonderes Spiel gegen seinen ehemaligen Verein, zum Kapitän geworden, zum Nationalspieler nicht geworden, aber das ist bei Gladbach momentan, ja, sieht zumindest aus, als ob es so werden würde. Bei Hannover im Tor Radlinger, davor Schmiedebach auf Rechtsverteidigerposition, Hoffmann, Marcelo und Pripp in der Defensive noch, ja, als Komplettierung. Dann auf der Doppel-6 Salif Sané und Ivar Fossum, die haben sich mittlerweile da festgespielt. Hiroshi Kiyotake zusammen mit Albertus Nack und Uffe Bech, ja, bilden die 3 Offensive und der Stürmer natürlich wieder Charlie Benchoff. Was für eine Frage, Niederländer mittlerweile hat er sich auch festgespielt, bekam heute wieder den Vorzug vor Jerry Mbakogo. Wir springen rein in die erste Szene der Partie und die gab es auf Seiten von Borussia Mönchengladbach, die in der Anfangsphase das deutlich bessere Team waren. Die erste Flanke hier direkt mal auf den langen Pfosten, aber der Kopfball war nach 4 Minuten noch nicht so gefährlich. Es ging weiter nach knapp 17 Minuten, Freistoß von Fabian Johnson, der US-Amerikaner, bringt ihn gut rein, aber Radlinger hat ihn relativ sicher. Gefährlich wurde Gladbach nicht, sie waren nur überlegen. Nach 20 Minuten traute sich Hannover dann erstmals nach vorne über Albert Rusnak. Das sah noch nicht so gut aus, der Slowake ist wie gesagt immer noch nicht richtig angekommen in Hannover. Es dauert wohl noch ein bisschen, bis der zu seiner Bestform findet. Aber wenn, dann wird das definitiv noch ganz wichtig für Hannover werden, beziehungsweise eher ganz wichtig für Hannover werden. Andere Seite, dann die erste Riesenchance der Partie. Das war der Kopfball von Raphael. Klasse Paket von Radlinger. Da hat er den Ball ein bisschen, ja, zu unplatziert aufs Tor geköpft. Direkt in die Arme des Özis. Ansonsten hätte hier 0-1 gestanden. Es ging weiter und Gladbach hatte jetzt einen Weg nach vorne gefunden und zwar über Flanken und Kopfbälle. Allerdings ging die letzte Flanke nochmal in die Arme von Samuel Radlinger. Und dann war Halbzeit. Die Spielvorteile, beziehungsweise die Überlegenheit auf Gladbachs Seite war eindeutig. Ja, der Tabellenvierte richtig gut in die Partie gestartet und auch deutlich überlegen, gerade die, ja, Spielanteile im Ballbesitzbereich sprachen eine klare Sprache. Allerdings auf der anderen Seite Hannover, naja, wir haben hier eine Aktion gesehen, sie versuchten es zumindest nach vorne in der zweiten Halbzeit, verstärkte sich dieser Eindruck, dass Hannover hier was mitnehmen wollte. Es kam zunächst einmal für André Hahn, Patrick Herrmann nach längerer Verletzungspause wieder der erste Einsatz für den jungen Nationalspieler, ehemaligen Nationalspieler. Jerry Mbakogo kam ebenfalls in die Partie für Charlie Benchop, der unauffällig gewesen war in der ersten Halbzeit, und der Nigerianer war ein wichtiger Teil, ja, der Offensive von Hannover 96.
96 im zweiten Durchgang. Denn wie gesagt, sie versuchten mehr und sie spielten gut nach vorne. Das ist Albert Rusnak und der spielt direkt mal auf Jerry Mbakogu und der mit einem klasse Antritt. Der Nigerianer ist ja unfassbar schnell, macht das hier klasse und dann der Ball auf Uwe Bech, der entwischt Oskar Wendt und macht das 1:0. So schnell kann es gehen. 1:0 für Hannover 96. 60. Minute, die erste nennenswerte Aktion im zweiten Durchgang ist ein Konter und der ist wunderbar ausgespielt. Das war im Endeffekt nicht Oskar Wendt, sondern der eingewechselte Traoré, der dann nicht mehr folgen kann und im Endeffekt ist der Abschluss dann abgefälscht von eben diesem Traoré. Uwe Bech hat den Wendt ins Tor gebracht, aber Traoré tut es und dementsprechend steht es 1:0 für Hannover und die machten jetzt natürlich weiter, bekamen langsam die Räume. Beispielsweise war das gerade Albert Rusnak, der nicht ganz hinterher kam. Ja, Gladbach versucht hinten rauszuspielen, das ist Julian Korb. Allerdings wird auch der direkt unter Druck gesetzt und das ist das große Problem der Gladbacher. Sie kamen nicht wirklich aus dem Druck raus. Hier die Balleroberung von Edgar Pripp und der spielt direkt nach vorne. Das ist Tim Diaz mittlerweile eingewechselt. 3 gegen 1 Überzahl spielt, 2 kommen hinterher. Ist ihm aber vollkommen egal, der macht's alleine. 2:0, 81. Minute. Die Entscheidung im Borussia Park Hannover macht den Sack zu und gewinnt diese Partie im Borussia Park dank des zweiten Tores von Tim Diaz. Und das war wunderbar gemacht, das klasse Solo und Gladbach kann den jungen Spieler nicht stoppen. Sie machten nach vorne absolut nichts mehr, es gelang gar nichts mehr. Erst nach 88 Minuten nochmal eine Offensivbemühung zumindest auf Seiten der Fohlen. Allerdings ja, war das auch weniger gefährlich als alles, was Hannover im ersten Durchgang bzw. im zweiten Durchgang zeigte. Und die machten sogar noch weiter. Das ist nochmal Jerry Mbakogu auf dem Weg nach vorne, der Nigerianer. Wieder viel zu schnell für die defensive Stranzel ist dann da und kann gerade ihn noch stoppen. Er kriegt den Ball aber nochmal zurück, nochmal die Flanke, der Fallrückzieherversuch von Diersen. Aber das war's dann auch, da kommt Sommer dann dran. Und es war die letzte Aktion im Borussia-Park. Die Borussia verliert mit 0:2 gegen Hannover, das ist mehr als überraschend. Ja, gerade von Gladbach hatte man gedacht, nach den letzten starken Wochen würden sie heute relativ souverän spielen. Im ersten Durchgang sah es auch gut aus. Nach der Halbzeit, in der Trainer MGT wohl deutliche Worte gefunden hatte, war das dann deutlich stärker auf Seiten von Hannover. Gerade der eingewechselte Diersen machte eine starke Partie und auch Jerry Mbakogu hatte entscheidenden Anteil daran, dass Hannover 3 Punkte mit in die niedersächsische Landeshauptstadt nimmt. 2:0 Auswärtserfolg. Auf der anderen Seite Raphael heute mit der größten Chance im ersten Durchgang. Er hat sie nicht genutzt und deswegen verliert Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen Hannover 96. Im Endeffekt auch verdient nach der zweiten Halbzeit mit 0:2. So, das war auf jeden Fall eine interessante Partie, würde ich mal sagen. Gerade im ersten Durchgang, wie gerade auch schon angesprochen, war Gladbach das deutlich stärkere Team. Aber dann, liebe Freunde, kam Uwe Bech, beziehungsweise, naja, Ibrahima Traoré. Auch wenn es natürlich insgeheim natürlich das Tor von unserem Uffe sein wird. Denn ganz ehrlich, das war sein Schuss. Der war zwar abgefälscht, aber ich weiß nicht, warum das minimale bisschen dann noch als Eigentor zählt. Vielleicht wäre er sonst nicht reingegangen, ich weiß nicht. Vielleicht hat es was mit der Engine zu tun. Aber ich glaube, FIFA wird das besser wissen, von daher beschwere ich mich mal nicht weiter. Wir spielen gleich gegen Ingolstadt. In Realität war das Spiel, das Hannover zumindest einmal 3 Punkte beschert hat. Ja, das war der einzige Heimsieg, abgesehen von dem von Bremen. Also wir haben 2 Heimsiege bisher, ansonsten eine sehr kümmerliche Statistik. Aber die beiden Siege, na okay, gegen Bremen war unverdient, aber gegen Ingolstadt, das war richtig gut, das war das 4:0. Da haben wir gegen Gladbach 1:2 verloren. Ja, das war das, wo Uwe Bech Chancen vergeben hatte. Hier hat er sie gerade genutzt, lustigerweise. Jetzt gegen Ingolstadt wäre es dann logisch, dass wir verlieren. Ne, also dass es quasi so laufen würde wie gegen Gladbach, ne, das Ganze umgedreht. Ob das passieren würde, ich weiß es nicht. Wir spielen auf jeden Fall heute mit Doppelspitze. Ich habe mir gedacht, man kann mal was ausprobieren gegen Aufsteiger. Mbakogu und Bench beide momentan gut drauf, kriegen dementsprechend beide Spielzeit. Sieht an sich nicht schlecht aus, oder doch? Wir werden sehen, wie das Ganze laufen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Samak Sima kommt natürlich auch noch rein. Uwe Bech tauschen wir noch mit dem Franzosen und dann sieht das gut aus. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Die Schanzer zu Gast bei den niedersächsischen Landeshauptstädtern. Hannover 96 empfing den FC Ingolstadt und das nach dem 2:0 Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach natürlich mit breiter Brust. Sogar ein anderes System bot Trainer MGT seinen Fans, seinen Spielern heute an. Es gab einige Rückkehrer in die Startelf, unter anderem, wie wir gerade gesehen haben, Jerry Mbakogu, der zuletzt in Gladbach eine richtig gute Figur spielt nach seiner Einwechslung zur Halbzeit und Alain Saint-Maximin, der im linken Mittelfeld spielte, Radlinger, Schmiedebach, Salif Sané in der Innenverteidigung für Hoffmann, Marcelo und Edgar Pripp auf links. Davor Ivar Fossum auf alleinigen 6, dann Uwe Bech, Alain Saint-Maximin auf den Außen, davor Albert Rusnak und in der Sturmspitze Charlie Benchop und Jerry Mbakogu. Auf der Bank beispielsweise Spieler wie Hiroshi Kiyotaka, auf der anderen Seite Özkan im Tor, davor Da Costa, Mate Brejeri und Danilo in der Defensive, Roger auf der 6, Pascal Groß und Morales die 8er, Stefan Lex, Lukas Hinterseher und Matthew Leckie standen ja in der Offensive zur Verfügung. Die beste Abwehr der Liga hat momentan Hannover 96 sogar noch vor den Bayern und Bayer Leverkusen, die sind auf den Plätzen 3 und 2. 9 Stück gab es erst für die Landeshauptstädter der Niedersachsen und das sollte sie heute natürlich genauso fortsetzen. Allerdings machte Ingolstadt ja von Beginn an richtig gut Druck und spielte richtig gut nach vorne und forsch nach vorne. Die erste Chance gab es trotzdem auf Seiten von Hannover 96. Klasse durchgesetzt von Bech, die Flanke in die Mitte, aber das Ganze nur abgewehrt und dann versucht Ivar Fossum aus der Defensive bzw. aus der Distanz, aber der Norweger verfehlt sein Ziel doch relativ deutlich. Dann kam Ingolstadt da vorne und das gleich relativ gefährlich. Das ist Matthew Leckie, der
Australier macht das da klasse gegen die Defensive, kann sich irgendwie durchsetzen. Die Flanke erstmal abgefälscht, aber da Costa macht das Ganze nochmal scharf. Das ist Pascal Groß, das ist Stefan Lex, 1:0, 20. Minute. Der Führungstreffer für die Ingolsteiner, das 10. Gegentor für Hannover 96 in dieser Saison. Und das war klasse gemacht vom FC Ingolstadt 04. Besser kannst du das eigentlich gar nicht spielen. Die abgewehrte Flanke von Lecky perfekt noch verwendet. Da Costa legt aber auf Groß und der legt aber auf Stefan Lex. Und wie der den Ball verarbeitet, da kann man nur mit der Zunge schnalzen. Das war richtig, richtig gut gemacht vom Außenbahnspieler der Ingolstädter. Und dann kann Radlinger natürlich machen. Der Ball schlägt unten ein und Ingolstadt war jetzt im Rausch. Die versuchten jetzt weiter nach vorne zu spielen. Das ist Roger, der Brasilianer. Schöner Doppelpass. Und der Versuch aber Radlinger ist diesmal in der Ecke und kann diesen gefährlichen Schuss des Brasilianers abwehren. Hannover braucht ein bisschen, um irgendwie eine Antwort zu finden, beziehungsweise wieder Mut zu finden. Das ist wieder mal Uffe Bech, gerade die gefährliche Flanke in der Anfangsphase. Jetzt wieder eine gefährliche Flanke, aber abgewehrt dann von der Defensive der Ingolstädter. Es ging nicht viel nach vorne bei Hannover, einfach weil die Kreativität wieder einmal fehlte und weil Ingolstadt einfach auch stark verteidigte. Wir gehen in Durchgang 2, da kam Hannover dann ja nach 57 Minuten mal so ein bisschen gefährlicher nach vorne. Das ist Alain Saint-Maximin, klasse Balleroberung zusammen mit dem Bakogu. Das ist Fossum und das ist Charlie Benchop, frei vom Tor, Özcan ist da. Das hätte normalerweise der Ausgleichstreffer sein müssen, aber der Belgier, der Niederländer momentan richtig gut drauf, schafft es hier nicht, den Ball im Tor unterzubringen. 58. Minute dann wieder Saint-Maximin, der machte richtig viel Dampf auf der linken Außenbahn in der zweiten Halbzeit, geht klasse in die Mitte, aber seine Flanke hat so ungenau, hätte er eventuell selber abschließen müssen, aber so bleibt es beim 0:0. Auf der anderen Seite, Ingolstadt nach 70 Minuten kam mal wieder nach vorne, das ist Alfredo Morales und der Schussversuch aus der zweiten Reihe mal wieder von Roger, aber auch der geht wieder deutlich über den Kasten von Ron-Robert Zieler hinweg. Wir springen in die Schlussphase, springen in die 80. Minute, dann Uffe Bech mal wieder mit seinem explosiven Antritt auf Außen, macht das gut, die Flanke allerdings ja wieder mal relativ schwach, deswegen abgewehrt, trotzdem versucht Hannover sich nicht aufzugeben und spielte weiter nach vorne. Wir springen in die 90. und das war ein richtig dummer Fehlpass, der eingewechselte Erdinsch auf den mehr aufgerückten Marcelo, 1:1, 91. Minute, Ingolstadt bringt sich selber um den Sieg durch einen haarsträubenden Fehlpass, das darf niemals so passieren. Das war der Fehler von Matthew Lecky, der das Tor quasi vorbereitet hatte. Hier, dieser Ball kommt nicht ja richtig beim Mitspieler an, nicht bei Pascal Groß an und dann ist es der Ball auf Marcelo vom eingewechselten Erdinsch, zuletzt ausgemustert und hier legt er das Tor für den Brasilianer vor und der Innenverteidiger, der Abwehrchef, macht tatsächlich mit dem Fuß den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Die Fans dementsprechend natürlich vollkommen aus dem Häuschen. Hannover schafft es tatsächlich irgendwie zumindest noch einen Punkt ja hier zu behalten in der Landeshauptstadt. Die Fans waren trotzdem ein bisschen geknickt. Sie hätten sich natürlich mehr erwartet gegen einen Aufsteiger, aber das neue System hat nicht ganz gefruchtet. Man wird wohl wieder zum Alten zurückgreifen. Trotzdem schön, dass Marcelo zu guter Form nach der ja, desaströsen Vorstellung gegen Hamburg gefunden hat und dass auch Matthew Erdinsch sich integrieren konnte. Der Türke hat eventuell doch Zukunft in Hannover oder nicht. Wir werden es in den nächsten Wochen erfahren. Zunächst einmal können wir sagen, Hannover trennt sich vom FC Ingolstadt mit 1:1. Ganz, ganz knappe Geschichte. Ich bin beeindruckt, dass ich diesen Ball reingemacht habe. Normalerweise gehen die Dinger nicht rein, ganz ehrlich. Marcelo ist jetzt auch wirklich nicht gerade ein Torjäger. Und Erdinsch, dass der passen kann, ist auch eine neue Erkenntnis. Aber gut, was soll's. Wir trainieren mal wieder unsere Spieler. Mario Schieder steht kurz vor einem Upgrade auf den 74er Ratingbereich. Allerdings bleibt er kurz davor, denn eine Trainingsleistung F, die reicht nicht über Radlinger zum nächsten Rating, was natürlich sehr schön ist, aber was soll's. Ein bisschen Steigerung gibt's ja immer. Unser Jugendspieler, 85 bis 91 Potenzial, das sieht richtig stark aus. Da freue ich mich auf jeden Fall, den irgendwann demnächst ja mal ins Training zu holen, beziehungsweise in die Mannschaft zu holen. Mal sehen, wann das passieren wird. Wir gucken demnächst einmal nochmal natürlich nach Italien und nach Frankreich und so weiter und so fort, beziehungsweise Trejo spielt mittlerweile in Italien, aber der ist ehemalig in der Liga angesiedelt. Wir machen mal wieder unsere Mannschaft frisch und zwar mit dem 4-2-3-1 wieder. Ich habe jetzt mich entschlossen, nach der riesigen vergebenen Großchance von Benchop, den zumindest erstmal auf die Bank nur zu setzen und auch Hoffmann kommt, soweit ich das gerade sehen kann, wieder rein oder ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, ja, Fossum geht wieder auf die 8 anstelle von der 6. Saint-Maximin geht nicht auf die 10, sondern ich glaube auf links. Ich weiß gar nicht, wie es umgestellt, aber auf jeden Fall relativ kompliziert. Rusnak geht auf jeden Fall auf die 10. Wie sieht das mit Kiyotaka aus? Bleibt der da stehen? Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall kommt Leroy Föhr rein, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, für Uffe Bech und Albonos kommt für Prip und was noch? Was machen wir denn noch? Karaman kommt mal wieder auf die Bank, Benchop bleibt auch auf der Bank, das heißt Prip geht ganz runter, wie auch immer, egal. Wir spielen auf jeden Fall das nächste Spiel, ich wünsche euch viel Spaß bei der Partie gegen Schalke und bis gleich. Das Dach der Felddienstarena war zu, aber trotzdem war sehr, sehr nebelig in dieser Arena selber drin. Eine der modernsten Sportstätten Deutschlands. Und trotzdem brachte das Dach absolut nichts. Sichtweiten von unter 100 Metern ist aber kein Problem, denn das Feld ist ja nur genauso lang. Und dementsprechend sollte es eine schöne Partie, gerade mit Flutlicht, werden zwischen diesen beiden Mannschaften, die sich momentan im oberen Viertel der Tabelle angesiedelt haben. Schalke spielte mit einem Ersatztorwart, mit Gespurning. Der Österreicher erhielt den Vorzug vom angeschlagenen Fährmann Kai Sara in der Verteidigung mit
mit Aogo, Matip und natürlich auch Kahn Eihan. Davor Højbjerg, Höger, Sidney Sam, Maximilian Meyer, Leroy Sané auf den Außenpositionen und in der Sturmspitze Klaas-Jan Hüntel. Bei Hannover Radlinger im Kasten, davor Schmiedebach, Sané, Marcel und Albonos, der neu in die Mannschaft gerückt war. Ivar Fossum und Leroy Föhr auf der Doppel-6. Alain Saint-Maximin aus seinem starken letzten Auftritt wieder in der Startelf. Bert Rusnak und Hiroshi Kiyotake vervollständigen das. Und in der Sturmspitze erhielt Jerry Mbakogu nach seinen guten letzten Leistungen ja, den Vorzug vor momentan so abschlussschwachen Charlie Benchop, der zuletzt gegen Neustadt diese riesige Chance hatte liegen lassen. Wir springen rein in die Partie und es ging gut los für den FC Schalke, der in der Anfangsphase das bessere Team war. Das ist Dennis Aogo mit dem Ball auf Klaas-Jan Hüntel. Der Niederländer setzt sich da gut durch gegen die Defensive. Der Ball auf Højbjerg und da ist Radlinger erstmals gefragt und hält diesen Ball gegen den Dänen. Klasse, das war ein guter Versuch von der Leihgabe des FC Bayern. Allerdings ja, kann der Österreicher diesen Ball gerade noch so entschärfen. Die anschließende Ecke in die Mitte gebracht. Erstmal schwach, aber kommt nochmal zu Højbjerg. Der legt nochmal nach außen auf Sidney Sam. Ausgemustert mittlerweile wieder im Kader. Die Flanke aber nicht mehr gefährlich und dementsprechend am Tor vorbei. Dann kommt Hannover erstmals nach vorne nach 30 Minuten. Das war die erste Offensivaktion der Niedersachsen. Wunderbar. Und zwar gespielt auf Fossum. Aber der kann den Ball nicht an Sporning vorbeibringen. Der war vor der Partie von den Schalker-Fans belächelt worden, der Österreicher. Hier zeigt er, warum er als Ersatztorwart auf jeden Fall herhalten kann. Dann Mikko Albon aus 36. Minute. Schöner Antritt des Chilen gegen Dennis Aogo und die Flanke in die Mitte. Und zwar auf Albert Rusnak. Der versucht Volley, aber trifft den Ball nicht richtig. An sich eine wunderbare Idee, da den Ball auf die Strafenkante zu spielen. Aber so blieb es beim 0:0. Und damit ging es dann halt auch in die Pause. Schalke hat in der Anfangsphase deutlich überzeugt, beziehungsweise war deutlich besser als Hannover. In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit wurde Hannover dann aber doch ein ganzes Stückchen besser und dementsprechend war das 0:0 in gewisser Weise gerechtfertigt. Es war eine spannende Partie, es war kein langweiliges 0:0, sondern eins der besseren Sorten. In der zweiten Halbzeit wurde es sogar noch besser, denn das Spiel wurde noch attraktiver. Das ist Hiroshi Kiyotake. Der Japaner setzt sich klasse durch gegen Dennis Aogo, spielt der Katz und Maus mit dem Außenverteidiger. Die Flanke ist dann allerdings nicht so gut. Daran hapert es noch ein bisschen beim Japaner, der normalerweise nicht auf dieser Position beheimatet ist. Dann Freistoß von Joel Matip und der kommt richtig gefährlich nach vorne oder auch nicht. Radlinger, das war eine der einzigen Offensivaktionen der Schalker. Dann kommt Hannover nach vorne über Karaman, das war quasi der Konter. Das ist Mevlüt Erdinç zusammen mit Rusnak im Zusammenspiel, eingewechselt für Mbakogu übrigens Erdinç. Rusnak setzt sich hier klasse durch und mit dem Chippass auf Saint-Maximin, aber der kommt nicht an den Ball ran. Es war übrigens Fossum und dementsprechend weiter 0:0. Es blieb trotzdem spannend. Das ist Mevlüt Erdinç, 69. Minute, klasse gegen Matip und plötzlich ganz, ganz viel grüne Wiese vor ihm. Er geht allein in den 16er, er hat die Chance und Gespurning wieder mit einem Weltklasse-Reflex. Da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden als jeglicher Keeper. Das war eine wunderbare Parade anschließend. Der Ecke auf den Kopf von Salif Sané. Wieder ist Gespurning da und dann Marcelo knapp am Tor vorbei. Letztens der Matchwinner gegen Ingolstadt. Hier spielt er knapp am Tor vorbei. Schalke war jetzt verunsichert. Die macht eine defensive Fehler. Das ist Joel Matip gegen Rusnak. Und Rusnak hat die Riesenchance und wieder Gespurning. Der machte eine Weltklasse-Partie. Der zeigte allen Zweiflern, dass sie Unrecht hatten. Das war wunderbar, wie er seine Mannschaft im Spiel hielt. Denn Schalke war mittlerweile richtig brüchig. Die brachen auseinander. Tim Dierzen eingewechselt. Wieder auf Mevlüt Erdinç. Der geht wieder in den 16er gegen Matip ohne Probleme und zieht vorbei. Diesmal muss Gspurning nicht eingreifen. Aber es war trotzdem überraschend, wie gut Hannover agierte. Es reichte trotzdem letztendlich nicht mehr zum Sieg für die Hannoveraner, denn das war die letzte größere Chance der Partie. Nochmal Tim Dierzen in der Nachspielzeit zumindest mit dem Versuch nach vorne zu kommen. Seine Flanke wird auch nicht mehr richtig gefährlich, weil Gspurning sie wegfaustet und dann war es vorbei. Schalke 04, also nur dank des Keepers mit einem Punkt zu Hause gegen Hannover 96. Es war eine klasse Partie der Hannoveraner, aber noch viel besser von Michael Gspurning. Der hat aber bei den Sounders gespielt. In Amerika seine Karriere war quasi vorbei und jetzt steigt er nochmal auf den Karrierezug auf und hält seiner Mannschaft mit einer Weltklasseleistung das 0:0 fest. Unentschieden zwischen Hannover und Schalke. Also, dass Gespurning mich so abfacken würde, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe am Anfang gedacht, geil, wir haben zumindest keinen Fermer im Kasten, weißt du, das heißt, es könnte nochmal ein bisschen einfacher werden, aber nein, natürlich nicht, weil dann kommt so ein Typ, der Gespurning heißt, den kein Mensch kennt und, also, na gut, ich kannte ihn halt schon, ne, wie gesagt, Zaunas und so, aber trotzdem, der jetzt nicht so bekannt ist und nicht so gut ist und macht uns einfach alle Chancen zunichte. Also, er hat den Start gut gespielt, kann man nichts gegen sagen, ja, das war die letzte Chance gut, kann man aufs Tor bringen, aber die erste, also, das war einfach nur eine Weltklasse-Parade, dann Rusnak, das war auch klasse gehalten, also, ich weiß nicht, der Ball wollte nicht ins Tor, aber es wäre vielleicht unrealistisch gewesen, hätten wir gewonnen, weil wir auch den Gladbach gewonnen haben, diese Episode, von daher ist es unentschieden vielleicht gar nicht so schlecht und einen Punkt nehmen wir doch, denke ich mal, gerne mit, denn da ist immerhin keine Niederlage und wir haben wieder kein Gegentor, das heißt, wir stehen weiterhin bei 10 und das liegt natürlich auch an der guten Defensive, die hier wieder trainiert wird und ja, naja, Maya Yoshida wieder nur ein D. Was soll denn sowas, Mann? Selbst unser Nachwuchsspieler ist besser und Randlinger mit dem A, Leroy Föhr steigt auf 78, das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, nächste Episode geht's dann weiter, ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr euch auch, bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.